Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Pony Simulator. Ich muss gleich sagen, wir spielen das im Multiplayer. Da vorne ist unser Partner, der steht da noch, der ist kurz AFK. Es ist im Multiplayer, aber buggy. Also noch buggier als im Singleplayer. Deshalb, ich weiß jetzt nicht, wie diese Folge enden wird. Wir haben einen Auftrag angenommen und gleich wird es dann auch losgehen. So. Da bin ich wieder. Jo, ich habe schon angefangen aufzunehmen. Sorgen Sie dafür, dass die Straßen sauber bleiben. Jawohl. Und herzlich willkommen an die Zuschauer von Daromatia. Genau, und ja, unser Kollege, der streamt, der Johnny Bärbel. Okay. Was a souvenir and I'm quite fond of it. Don't worry. I'll keep it with me at all times. Fuck the police. Das gibt einen Strafpunkt hier, mein lieber Gandalf. Ja. Also so nicht. Wenn ich hier im Spiel jemanden finde, der Gandalf heißt, werde ich ihn sofort verhaften. Falsch. Wir sind die Denk dran, du unterstehst jetzt meinen Befehl, weil ich bin Police Officer auf Probe, ne? Was? Ja, ich bin Officer auf Probe. Zeig dir gleich, was Officer auf Probe bedeutet hier. Wer bist du? Oh, falsches Auto. Oh, das ist ein Diesel. Kannst du in den Missionsdetails, wir suchen drei Leute, kannst du nochmal gucken, wie die aussehen? Ein Schwarzer mit irgendwas, dann ein weißer Mann und eine weiße Frau, glaube ich. Situation Drogendealer in den Eastern Heights gesichtet. Dann Heights nee, District. Unser aktueller Auftrag. Mhm. Ist das das? Schwarzer Erwachsener in grünem Tanktop. Okay, ja, genau. Und lilafarbenen Jeans. Schwarze Haare und Afrovisor. Weißer Erwachsener in schwarzen Langarmpullovern und an orangefarbenen Jeans, rote Igelfrisur. Und weiße Erwachsene in pinkfarbenen T-Shirt und schwarzen Minirock, glatte blonde Haare. Okay, ich schnapp mir die im Minirock, die anderen beiden kannst du haben. Identifizieren und festnehmen. Bin ich hier richtig? Mhm. Müssen wir hier langfahren und die suchen, oder was? Jetzt fährst du zu dem Punkt. Ja, aber der zeigt mir nicht mehr an, wie ich zu diesem Punkt komme. Ah, da. Ah, hier rechts. Jetzt parkst du hier das Auto. Alles klar. Und jetzt gehen wir zu Fuß. Ihr Schweine. Was ist da? Da hinten läuft wer. Halt. Eine weiße Frau. Excuse me. Ja, und die hat keinen Minirock an. Stimmt. Have I done something wrong, Officer? Na, ist schon okay. Ein schwarzer Erwachsener in grünem Tanktop und lilafarbenen Jeans. Schwarze Haare, Afrofrisur. Weiße Erwachsene in pinkfarbenen T-Shirt und schwarzem Minirock. Und weißer Erwachsener in schwarzen Langarmpullovern und orangefarbenen Jeans. Okay. Man darf die ziehen, aber ich sehe keinen von... Da läuft wer! Was, wo? Warum ist der gerade gelaufen? Weil er eine Afro-Frisur hat. Nee, hat er nicht. Ich hab den in orangefarbenen Hose und schwarzen Langarm-T-Shirt. Okay, wo bist du? Ich komme zu dir. Was hat der für Haare? Ich komme zu dir. Wo bist du? Rote Igelfrisur. Hier, wo der Pfeil ist. Nee, andersrum. Of course, Officer. Ich habe einen mit Afro-Frisur. Und der ist das aber nicht. Alter, der läuft jetzt nicht der Rasierkling unter den Arm hier. Schnapp dir den einfach mal. Untersuch. Hey, da vorne. Da. Okay. Of course, Officer. Car crash reported on the Shelley Expressway. I need to see some identification. Ich kontrolliere den jetzt. Invasion of privacy or something.
Ich liebe es, wenn sie sich wehren. Charles Brown. Das geht, Charles Brown. All available units, please respond to location near Snowshoe Street. Kannst du dich noch bewegen? Ja. Normalerweise erkenne ich Frauen in kurzen Röcken sofort. Don't move! Sag doch was! Ja. Der hat einfach losgelegt. Hab ihn! Nimm ihn fest, du Sau! Okay, I won't move. I won't move. Okay, jetzt nimm ihn fest. Oh. Okay. Come in, Central. Send an ambulance right away. Kannst du ihn nicht festnehmen? Copy that. An ambulance has been dispatched to your current location. Over. Oh, ich kann ihn auch nicht festnehmen. Aber das ist der eine auf jeden Fall mit der Igelfrisur. Okay. Gucken, ob das gleich zählt. Da kommt die Ambulance. Die sehen alle verdächtig aus. Guten Appetit. Ja, ich esse Bounty Eis. Stop right there. I'm going to need to ask you a few questions. What do you want, officer? This is really good coffee. Are you carrying anything I should know about? That's none of your business. I'm going to frisk you. Please keep still. Don't you need a warrant for that? Okay, du darfst gehen. Okay. Für den habe ich jetzt keine Punkte gekriegt. Nee, aber wir sollen die auch festnehmen. Minus Karma. Mhm. Ja, weil ich den schon. Ja, okay. Du musst das ein bisschen besser timen. Wenn einer auf ihn zielt, muss der andere ihn festnehmen. Okay. I'd like to ask you a few questions, if that's okay. Of course, officer. So, jetzt pass auf, jetzt brauchen wir noch einen schwarzen Erwachsenen in grünem Tanktop und lilafarbenen Jeans sowie eine weiße Erwachsene in pinkfarbenen T-Shirt und schwarzen Minirock. Moin, Janis, grüß dich. This is Central. We've got a report of a burning car in Cloverleaf District. All available units, please proceed to Drainer Avenue. Du wirst mir auf der Karte gar nicht mehr angezeigt. Mich? Stopp. Schon zu weit weg, oder? Also wenn ich die große Karte aufmache, sehe ich dich. Jetzt sehe ich dich da links irgendwo. Da ist einer, boy. Grüß dich, hi. Stop right there. I'm going to need to ask you a few questions. What do you want, officer? Minirock haben wir schon mal. Mhm. Show me some ID. Sure, sure. Here it is. Jessica Perez.
Jetzt sie abtasten. Are you carrying anything illegal? No, I don't think so. I'm going to have to search your pockets. I'm not very comfortable with that, but okay. Aber ich bin sehr comfortable with that. Okay, du darfst gehen. War hier nichts dabei? Nep, Schlüssel. Das ist Polizeiarbeit, Freunde. Man weiß nie, was passiert. Ups. Is there something wrong? No, just looking around. Ich laufe gerade außen rum, aber. Ja, auch niemand. Nein, ich laufe auch gerade so ein bisschen außen rum. Ich bin jetzt hier noch in dem Park. Oder unter der Brücke. Stop right there. I'm going to need to ask you a few questions. Das ist ja noch blaues Gebiet. What do you want, officer? Aber. I need to see some identification. Isn't this an invasion of privacy or something? Hm. Igor, den hatten wir doch schon mal. Alter, was ist mit der los? Okay, Igor, du darfst ziehen. Ich finde niemanden in einem grünen Tanktop. Schon gar keinen schwarzen. Weil der sollte doch weiß sein, oder? Nee, schwarz an grünem Tanktop. What do you want, officer? Can I see some ID, please? There you go, officer. Grünes Hemd. Okay. Du darfst weiterziehen, mein Freund. Und Afro-Look. Aber Afro, den Afro-Typen hatten wir noch. Achso, nee, den Igel-Typen hatten wir. Den Igel-Typen, Mann. Das ist der, den wir getasert haben gerade. Excuse me, I need to ask you a few questions. Have I done something wrong, officer? Grünes Tanktop, lilafarbene Jeans, schwarze Haare, Afro-Frisur. Please show me some ID. Sure, sure, here it is. Sandra Campus. Keine Aufzeichnung. Und wir brauchen eine Frau in pinkem Minirock, ne, im pinken T-Shirt und Minirock und weiß. Sie trägt einen roten Minirock. Minirock. Sie ist immer nett zu mir. Nett zu mir. Manchmal. Grüner Tanktop. Sie mit dem Wechselgeld. Sie ist das Mädchen von Kasse. Warte mal, ist das. Das ist doch. Stop right there. I'm going to need to ask you a few questions. What do you want, officer? Das ist auf jeden Fall ein Tanktop. Aber er hat kein Afro-Look. Please show me some ID. Vielleicht hat er sich schnell die Haare ausrasiert. Here it is. Victor Woods schon wieder. This is Central. Attention all units. A thief pretending to work for a moving company has escaped with a sauber. Truck full of stolen electronic appliances. Du darfst gehen, du Schwein. Being the scene in a white... Das gibt's doch gar nicht. Ich mach nie wieder diese Mission, die ist ja kacke. Im RL-Game. Danke, Janis. Mir geht's ganz gut soweit. Da und ich sind versuchen gerade hier Leute festzunehmen. Drogendealer festzunehmen. Schweine. Rocket League war gut. Oder ist gut. Aber haben wir jetzt gerade nicht auf dem Schirm.
Was hast du mitbekommen? Hier geht's nach unten, ne? Ja, geh mal runter, schau mal da. Ah ne, da ist zu. Oh fuck. Manche gehen, als ob sie besoffen wären oder auf irgendwie. Excuse me, I need to ask you a few questions. Have I done something wrong, officer? Das werden wir noch feststellen, meine Freundin. Can I see some ID, please? There you go, officer. Wie heißt du? Sasha Banks. Okay. Okay, Banks, du darfst weiter. Für heute. Stop right there. I'm going to need to ask you a few questions. Einfach alle. What do you want, officer? Small, sei nicht so unfreundlich. I need to see some identification. Isn't this an invasion of privacy or something? Wir dürfen alles. Nee, nee, der müsste noch da sein. Delver. Wer ist wo? Janis sagt, er meint, der wäre schon über alle Berge. Are you carrying anything I should know about? That's none of your business. I'm going to frisk you. Please keep still. Don't you need a warrant for that? Na gut. Was sind das für Pläne? Und bei uns ist gerade Gewitter. Oh, ich krass. Sogar zu zweit finden wir die Täter nicht. Elizabeth Appleton. Elizabeth. Bist schon mal am Highway lang gegangen? Ja, bin ich auch schon. Okay, dann komme ich mal zurück. Brecheisenaktenkoffer und einen Wagen. Hast du... This is Central. Attention all units. Be on the lookout. Hast du jemanden angehalten im Auto? Ja, weil sie mich fast angefahren hat. Schweinerei. Das gibt es doch nicht. Den ersten, den wir gefunden haben, den haben wir relativ ins Krankenhaus. Ja. Aber ins Krankenhaus befördert. 30%, ne? Schon. Ah. Ich weiß nicht, dass wir die anderen hier nicht finden. Ich höre auch immer Stimmen und dann ist da niemand. Na. Schweinerei. So viel Zeit, Freunde. Die Straßen sind absolut leer inzwischen. Verzweiflung halte ich jetzt diesen. Excuse me, I need to ask you a few questions. Have I done something wrong, officer? Ja, du bist der Einzige auf der Straße. Das ist dein Fehler. I need to see some identification. Isn't this an invasion of privacy or something? Das entscheide immer noch ich, mein Freund. Henry Kim. Hey, Sarah. Okay, Sarah. Stop right there.
I'm going to need to ask you a few questions. What do you want, officer? All right, okay. Please show me some ID. Sure, sure. Here it is. Emma Edwards, hat mich schon. Okay, Emma, piss dich. Ich finde meine Zeit nicht. Ja, ich finde einfach niemanden. Ich... Ah, da bist du ja. Ja. Ja, so. Keine Ahnung, wir müssen jetzt, bis die Schicht vorbei ist, einfach irgendwelche Leute. Dann... Aber hier in dieser Gegend, ne, wo wir jetzt hier gerade rumlaufen, da ist die Musik auch so spannend. Ich verstehe. I'd like to ask you a few questions, if that's okay. Of course, officer. I need to see some identification. Isn't this an invasion of privacy or something? Jessica Perez. Oh ja. Ich glaube nicht, dass sie das ist. Are you carrying anything illegal? No, I don't think so. I'm going to have to search your pockets. I'm not very comfortable with that, but okay. Oh. Scheiße, die hat Papiertaschentücher, erschieß sie. Was zockst du denn, Kaun? Vielleicht zocken Police, die Police Simulator. Wir suchen gerade Drogendealer. Wir brauchen noch einen schwarzen in grünem Tanktop und Afrofrisur. Und eine weiße mit pinkem T-Shirt. I'm going to need to pat you down and search your pockets. Sure. Go ahead, officer. Aber wir finden sie nicht. Guckst du auch ab und zu mal in die Autos? I need you to perform an alcohol test, please. Ja, ich bin gerade dabei. This is Central. Attention all units. We have a hit and run suspect fleeing the scene. Thank you for your cooperation. You may go now. Have a nice day. And speeding along Milton Expressway. Last seen in. Aber im Auto kann ich ja gar nicht sehen. Minirock, nicht Minirock. Nee, ich meine wegen den anderen. We have a hit and run suspect fleeing the scene. Suspect is driving a black Carol van and speeding along Milton Expressway. Sehr spannende Musik, ja. Last seen in North Beach. Es ist nicht, es ist kein Minirock. Ich habe den schwarzen gefunden. Wo war der? Er ist hinten am Strand. Am Strand? Ja. Ist das noch im Gebiet oder schon außerhalb? Ist im Gebiet. Willst du herkommen? Ich warte lang. Richtung Highway. Ein Bordstein hat mich aufgehalten. Oh nein. Hält sich dein Pfeil schon mal? Wehrt er sich? Wir haben noch nichts gemacht. Der anderen Straßenseite, okay. Show me some ID. There you go, officer. Okay. Adam Barker. Krimineller. Verhaften. Please put your hands behind your back. You're under arrest. Hey, that isn't mine. I was just holding it for a friend.
Central, requesting prisoner transport at my current location. Over. Okay, nearest patrol car is now heading to your location. Ja, hör auf, ich hab den Elektroschocker vorhin ausgepackt schon. Ich hab ihn gar nicht mehr in der Hand. Nee, ich. Und da haben wir den einen weggeschossen und dann ist der abgeholt worden und den konnten wir dann leider nicht mehr festnehmen. Aber wenn das noch als im Gebiet zählt, ne, dann für mich, also für mich sieht das aus, als ob das außerhalb des Gebiets ist. Eigentlich schon, ne? Lull ist Daro etwa eine Frau, ja. Daro ist Sergeant, ne, Kadett Angela Styles. Rachel Styles. Rachel Styles. Ich habe hier jemanden im Minirock und pinken Shirt. Ja, sehr gut, das ist die alte. Das ist die weiß? Ja. Erika. Ja. Warte, ich komme. Can you please show me some ID? Sure. Here it is. Erika Fontaine. Kriminelle. Wir haben sie, die Schweine. Please keep still. I'm going to cuff you. Hey, just schon just wieder take ein easy, Donner okay, und officer? Blitz. Central, do you copy? Prisoner transport needed at my current location. Over. Weißt du, wo du landen wirst? Okay, auf dem elektrischen Stuhl, du Schwein. Giftspritze. Aber nicht bevor du im Lesbenknast erstmal richtig hart rangenommen wurdest. Mit der Faust und so. Kommen da jetzt zwei? Nee. Nein, das ist ein Abschleppwagen. Oh, vielleicht will sie ja, wollen sie die abschleppen. Guck mal, der stellt auch an. Oh. Nee, wenn ich jetzt im Elektroschocker drauf gehe, Janis, dann siehst du oben da rechts, wo mein Name steht. Na, da ist die Kamera drüber, scheiße. Dann kriegen wir Minuspunkte. Und dann kann es sein, dass ich ehrenhaft entlassen werde. Ich wurde vorhin schon verhaftet. Ja, Daro hat einen Polizisten gelasert. Alles klar, wir sind fertig. Ja. Auf zum Auto. Wir haben noch ein bisschen Schichtzeit. Wir können auch mal Auto rumstehen und einfach die Leute quälen, die da vorbeikommen. Das können wir tun. Nee, aber dann kriegen wir auch wieder Minus-Dings. Ja, quälen heißt einfach mal nach ID fragen und so. Guck mal, der guckt doch so. Hier. Der guckt doch einfach auf sein Handy beim Gehen. So. Und Ausweis und überprüfen kannst du immer. Das ist Sam. Okay, der darf gehen. Habt ihr irgendwie in letzter Zeit so viele Filme geschaut? Nein. Wie kommst du denn darauf? Police Academy. Starsky und Hooch. Yeah, mein Partner. Blue Oyster Bar. Mit der kalten Schnauze. Da. Warum kann ich dich nicht ansprechen? Warte. Stop right there. I'm going to need to ask you a few questions. Hast du jetzt den Bug, den ich vorhin hatte? Ja, bestimmt. Kannst du ins Auto einsteigen? Ich kann auch meinen Rad nicht aufrufen. Na, alles klar. Ich kann auch hier nicht weglaufen. Warte. Die Schicht ist ja gleich vorbei. Here you go, officer. Miranda Hill, Mann, bist du, hübsch. Miranda, du hast ja doch bestimmt Drogen versteckt. Are you carrying anything I should know about? That's none of your business. I'm going to frisk you. Please keep still. Also einsteigen kann ich ins Auto. Ich sitze schon mal drin. Okay. Weiß ja auch nicht. Ist Lippenstift legal? Verdammt. Solange es kein Elektroschocker-Lippenstift ist, aus
Ich einfach und verbesserlich. Nee. Wo läufst du hin? Ja, die Schicht ist halt noch nicht vorbei. Wir können halt. Achso, ja, wir können aber Notruf annehmen und dann dementsprechend losfahren. Ja, aber dafür reicht die Zeit dann auch wieder nicht. Oh, ist doch egal. Ja, ich kann eh nichts machen. Immer noch nicht. Kannst du es vielleicht jetzt nochmal ausprobieren? Halt mal ein Auto an. Oder so. Also mein Rad kann ich jetzt wieder aufhellen. Ja, dann müsste es gehen. Die hatte ich gerade. Stop right there. We're gonna need to ask you a few questions. What do you want, officer? Will deine Mutter. Ja, weiter, Schalampe. Oh, der stottert beim Reden. Schalampe. Warum steht der blaue Wender vorne so? Weil ich ihn angehalten habe. Ach so. Aha. Would you please open the car trunk? Of course, officer. Okay, wir dürfen alles. Hau da ab, oder was? Der hat auch einen Baseballschläger dabei. Husten. Step out of the vehicle, please. Sure. Keine Aufzeichnungen. I need you to perform an alcohol test, please. Ich würde mal gerne in Ihren Fahrzeug zurück. Gucken, was du da so für Sexspielzeug drin versteckt hast. Kleine dreckige Sau. Have a nice day. Ah ja, Brechstange. Eine Brechstange? Oh. Wo wollte er denn einbrechen? Hm? Wollen wir einen Bruch starten oder was, Kollege? Na, kommen Sie mal raus da. Sure. Aber ganz schnell, mein Freund. Hände aufs Dach, Beine auseinander. Da ist ja einen richtig dicken Fisch an Land gezogen. Oh ja. Sure, go ahead, officer. Ey, deine Fresse gefällt mir nicht, Junge. Oh, Haustürschlüssel. Oh, oh. Mobiltelefon, Zigaretten. Alles klar, elektrischer Stuhl. Eine Geldrolle. Und ein Busfahrkartenabriss. I need you to perform a test. Boah, Alter, was für ein Bonner. Heftig. Ah, 0,0 Promille. Ah. Thank you for your cooperation. You may go now. Aber gerade so, du Schwein. Na, Idiot, du kleiner Drecksau. Beim nächsten Mal finden wir dich. Finden wir dich. Okay, wir finden hier, der da. Man sagt ja mal in Amerika. Und ich nehme den hier vor. Und ich habe. Selbstverständlich, Officer. Der arbeitet übrigens mit. A thief pretending to work. Can I see some ID, please? There you go, officer. Stolen electronic. Mark Nichols. Keine Aufzeichnung. Would you please open the car trunk? Of course, officer. Bist du das im Polizeiauto da? Nee, ne? Nee, nee. Der hat auch eine Brechstange dabei. Du Schwein. Step out of the vehicle, please. Sure. Ich würde halt echt gerne noch mal einen so schnell schnappen. I need ne? you to perform an alcohol test, please. Bei der Verkehrskontrolle hatten wir mehr Glück mit den Schweinen. Thank you for your cooperation. You may go now. Have a nice day. Oh. Unsere Schicht ist vorbei. Jo, auf geht's. Jetzt ist alles egal. Feierabend. Boah, boah. Alter, das habe ich ganz genau gesehen. Was soll denn das, hä? Alter. Das gefällt mir ganz und gar nicht.
Step out of the vehicle, please. Sure, sure. Weiterfahren, hier gibt's nichts zu sehen. Do you have anything illegal on your person? No, officer. I'm all clean. I got nothing. I'm gonna need to pat you down and search your pockets. Das sehen wir gleich. Ja. Meine Leber. Leder, ja? Die steht also auf kinky Sachen. Lippenstift. Parfümfläschchen. Oh. I need to see some identification. Was wollen denn die Kollegen hier? Schick die mal. Weiß ich nicht, ich untersuch die jetzt auch mal. Yolanda Delgado, oh, die kennen wir doch schon von der Verkehrskontrolle vorhin. Echt? Hat sie gesoffen oder was? Nee, ich glaube nicht. I need you to perform an alcohol test, please. 0,0 Promille. Okay, dann kommt sie davon. Für heute. Ich habe ein Ticket verpasst, weil sie mich angefahren haben. Warum rennt die eine Alte weg da? Weiß ich nicht. Achso, weil ich kurz meinen Taser rausgepackt habe, vielleicht deswegen. Licht ist vorbei, lass mal gehen. Ja. Die Donuts rufen. Warum bist du schneller als ich? Keine Ahnung, geübter. So, jetzt kannst du eine Markierung setzen? Ja, warte. Wir müssen dahin. Okay, ich sehe deine Markierung nicht. Jetzt? Ne. Okay, dann fahren wir hier links. Da? Ja. was hat denn der da? Geradeaus. Hier ist geradeaus. Immer noch geradeaus? Na, hier ist schon. Hier links, links. Da ist schon Polizeirevier, Mann. Jetzt packst du rückwärts ein, bitte. Boah. Das sieht ja vom Gehalt ab. War nur Ballast. Aber wirst du schon sehen, kommen wir gleich raus. Ist Auto wieder heil. Ey, magische Auto. Nee, ist hier Polizeigarage, weißt du. Wird immer heile gemacht, wenn. Schlicht ist. Ich komm nicht. Ich komm. Hallo? Ja. Das Spiel ist richtig geil programmiert. Ein Schwein! Aua! In your face. Das ist mein Kaffee. Ja. Kann man leider nicht. Ich würde aber so Kleinigkeiten würde ich gern haben. Also, dass man so Kaffee trinken könnte. Da ist der Chief. Police Captain. Ja, den habe ich schon geärgert. Nee, mit dem reden nicht. Okay, Freunde, dann war es das von unserer Schicht. Als Police Depp, weil wenn wir jetzt noch. Kriegen jetzt noch eine. Verhalten 100%. Weil wir einfach geil sind. Bei mir lädt's gerade, ich habe nichts gemacht. Ja. Und 0 Punkte gekriegt, sehr gut. Wir sehen uns in der nächsten Folge von Police Simulator. Ob Multiplayer, Singleplayer, weiß ich noch nicht, aber hau ich mal rein. Tschüss.